Moinsen und willkommen zurück bei Red Dead Redemption 2. Ja, bitte nicht wundern, dass wir hier starten. Wir hatten ja in der letzten Folge aufgehört bei so einer verbrannten Stadt. Das Problem ist, ich hatte den PC laufen lassen, um zu rendern. Und das, ach, so tolle Windows-Update, was ja immer wieder updatet, aber nicht aktualisiert, hat mir dann den PC morgens um 6:30 runtergefahren, mitsamt dem Spiel, was noch lief. Ja, gut. Was wollten wir machen? Wo sind wir jetzt überhaupt? Alter, waren wir nicht irgendwo da unten? Das ist aber ein merkwürdiger Spawn, ey. Gut, wir wollten hier hin zu dem und das nächste Geld eintreiben. Das machen wir jetzt auch. Und da muss ich mal gucken, dass ich das jetzt wieder mit dem Windows-Update. Oder ich muss den PC mal platt machen. Irgendwas stimmt da nicht. Ständig aktualisierter Teil auf 19:03, aber es bleibt zum Schluss bei 18:03. So, haben wir hier Kojoten. Ach, nee, du. Natürlich meine ganzen, die lustig gerendert werden sollten. Hat er nicht geschafft zu rendern. Naja. Achtung, Hase, weg da. Ich habe gar nicht ausgewählt. Du und du. Stimmt hier, glaube ich, war das. Oh, was ist da los? Hey, be off with you. Entschärfen. Why don't you just I ain't here to cause trouble. How about I send some lead your way? I'm gonna knock you sideways. Oh, das sind doch ein paar. Ich habe die Sache doch schon entschärft gehabt, meine Fresse, ey. Auf mich? Tatsache. Ihr habt doch Langeweile, ey. Ihr habt ja Langeweile, meine Güte. So, da ist Nummer 1. What do you want? Ich mal ihn als erstes befragen hier. You check Matthews. Oh no, no, not me, sir. That's the greenhorn over there. Oh, and there he goes. Oh. So long, long shark. Du haust mir nicht ab, mein Freund. Damn it! Hey! Get back here! You owe us money! Yeah! Hey, geblieben. Oh, oh, oh! Uiuiui. Okay, hat geklappt. Euch da ging's zu mir drin. Bleib stehen. Einziehen, einziehen. Vorsichtig, wie das Ding da zertrampelt. So. There we go. Und fesseln. There ain't no reason to tie me like this. Look, look, I got the money, but it's hidden. Untie me and I'll tell you where it is. You're in no place to bargain, boy. Hm.
Gucken wir, was er dabei sich kriegt. Damn treasure hunt? You're lucky I ain't taking your teeth. Schicksalskarte. Dokument ansehen. You got the map. Dann tun sie jetzt das Richtige. In irgendeinem Baum. Tja. Sollte mir irgendwas zustoßen und all meine irdischen Besitztümer hier auch bewahrt. Aha. Ist da vielleicht noch mehr zu lesen weiter unten? Ne. Ein Baum? Ja, das kann ja alles heißen. Wir heben den erstmal auf. Warte mal, er hat da ist gerade was, okay. Verstauen. Zeig mal her, wo ist denn das? Da drüben. So. Come on, girl. Ich nehme dich mal mit. Wer weiß, wozu ich dich noch brauche. Komm ich da oben lang? Ein Baum mit einem Loch. Aha. Schick Schulden. Sehr schön. So, jetzt gehen wir zum nächsten. Aber wir bringen erstmal ihn nochmal zurück hier. Und seine Hütte, die werden wir auch nochmal untersuchen. Naja, Kopfgeld, $295, ey. So ein Mist. Wieder werde ich einen Zugüberfall, glaube ich. Sie aufregt, die bringen doch noch nach Hause. Würde nicht jeder machen. Ui, was ist das? Untersuchen, Traumfänger. Traumfänger 21, achso. Okay. Soll ich da hoch? So, aber bevor ich losschneide, geh erstmal deine Hütte gucken. Oh, hey, hallo Hund. Bleib locker. Entspann dich, Hund. Ja, ist doch gut jetzt. Hau ab. Sag ich mal, gut verloren in dir. Hau mal ab. Blöde Hund Opa-Paut. Schneiden den anderen Idioten da los.
Na, wo ist es? You ain't leaving here alive. I'm begging you, stop. Let's go, girl. Ja, jetzt ist der schon wieder da, der Typ. Yep. Zum nächsten und letzten dann. Boah, das ist eine ganze Farm, Alter. Boah, krass. Tja. Gucken wir mal. Hier einen finden. Ich frage erstmal den hier vorne. Den Hillbilly. I need to find a ranch maid here called Lily Millet. You know where she is? Nah. Lloyd. Toll. Miss Millet, the ranch maid. You know where I can find her? She's with Cooper over by the store. Aha, okay. Warte mal, hier ist Gemüse. Können wir hier was mitnehmen? Nee, können wir nicht. Schon wieder ein Hund. Ach, hier, okay. Why's it always gotta be such a goddamn performance with you? Now, I told you I'd get you the money next week, and I'll get it. If you didn't make it this week, who's to say you'll make it next? Don't you take that tone with me. I thought you said you loved me. I do, but... Lily, where's our money? What? That loan you took. Oh, der Typ sieht aber aus, als wenn er sich gleich mit mir prügeln will. I'm sorry, I don't have it right now. Well, then... I guess we got a big problem, don't we? Cooper, give him what you've got. I ain't giving him nothing except a lesson in damn manners. Son of a bitch. Yes, it is. I dug it. Okay, cool. Ja. Mein Hut hier erstmal wieder aufheben. You know what I do to thieves? Law, leave me alone, won't you? I didn't steal that, it's a debt. Oh, damn it. Oh. Das kann doch wohl nicht wahr sein. So. Einmal fesseln, bitte. Hey, hey, I don't even remember what I need to forget. God damn. No, please, no. Sorry. Ich glaube, du bleibst erstmal liegen. Können wir hier reingehen noch? Nee. Wenn wir schon mal hier sind und wir so viel Ärger hatten wegen dem. Da können wir gar nicht rein. Schnauze. Zeuge hier, von wegen so. Können wir eigentlich rein? Frechheit. Ist nur ein Eingang? Nee, können wir auch nicht rein. Oh, schade. Schade, schade, schade. Salut.
hier rein im Saloon. What do you want? I've got nothing to say to you. Oh, ermutigen. Entschuldig bitte. Maybe you should think about the kinds of men you're friendly with, miss. You've got your money. I don't have to listen to your wisdom, all right? So long. Hm. Schimpfen. Böse, böse, böse. Du hast dir Geld geliehen und nicht bezahlt. Kann man aber nicht mehr machen jetzt, ne? Nee. Kann man gar nichts machen? Nee. Na gut, dann halt nicht. Dann bringen wir jetzt das Geld zurück. Oh, das ist ein Eingang. Können wir jetzt noch was mitgehen lassen hier? Nee, das ist zu. Ne, hier ist gar nichts. Oh, Entschuldigung. So, der Typ liegt noch da. Oh, eine Katze. Oh, der Typ ist weg. Okay. Gut, dann bringen wir das Zeug jetzt nach Hause. Was ist hier eigentlich alles? Domino Draw. Postamt. Ach Quatsch, da bin ich ja gar nicht. Schnellreise könnten wir machen. Ich bringe das erstmal zurück. So, wie lange muss ich? Da hinten. Dann einmal nach rechts. Oh, und dann springen. Es gibt auf jeden Fall viele Tiere zum Häuten. Sieht aber auch nicht so gut aus mehr. Ach, dass ich immer alles neu machen muss mit den Waffen hier. Das nervt. So, dann nehmen wir mal erstmal hier. Einmal Medizin. Was essen? So. Na doch, ich laufe noch eigentlich relativ richtig. Halt nicht auf dem Weg. Ja. Was ist mit denen hier? Slow up now. Aha. Wait a minute there. I need to have a word with you. All right, easy now. Learning side may be small, but it's still a working farm. Mind yourself. Okay, look, I'm done now, I promise. This is a warning. Clear on out of here. Yeah, yeah, okay. Faster, move! Aber trotzdem mal ganz gerne. Warte mal. Junge, beruhig dich doch mal, Alter. So. Jetzt gucken wir uns erstmal um hier bei dir. Ich hoffe, dass jetzt nicht wieder irgendwas Negatives.
Nächste bitte. Nächste bitte. Ah, da ist noch was. Eine goldene Uhr, glaube ich, ne? Nice. Bisschen was zum Mampfen. Naja, gemahlen, der Kaffee ist ja genau dasselbe. Rum können wir dich nehmen, das wird zu voll für. Braucht mal echt größere Taschen, ey. Zigaretten können wir auch nicht nehmen. Ein Stück Käse. Ein Brötchen. Eine Suppe, können wir die essen? Nee. Oh, was haben wir denn da? Pump Action, dem Repetier Karabiner. Was hab ich denn für eine Waffe? Hab ich so einen schon? Ich noch ein bisschen was. Zigarettenbild. Haben wir noch nicht, ja. You take care now. Alter. Komm mal. Oh fuck, da hinten kommen welche. Hier nur um das Fell und um Essen. So, heute bitte. Alter, das ist ja krass. Gerade noch. Oh, jetzt kommen sie her. Ich hoffe, die. Schön aufpassen jetzt. Nein, 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 nein. Erstaunen. Für Waffen gekriegt hier. Ich glaube nichts Neues, ne? Ne. Ich meine, ich sag mal, gehen die Typen, die vielleicht auch noch antreten können. Wenn ich im Haus eine Chance hätte. Ja, ich jetzt die
runter. Oh. Komm ich denn jetzt runter? Ja. Easy now. Das ist ein Vogel da. Vorsichtig. Okay. Rupfen. Das ist ein alter Geier hier. Jetzt haben wir jetzt ein paar Federn aufgehoben. Geierfedern, Schwungfeder, Wildvogelfleisch. Okay. Komm ich jetzt aber nicht wirklich hoch, oder? Wow, Schwein gehabt. Hat geklappt. Erstaunen. Girl. Ja, ich werde noch runterkommen. Na, haben wir wieder ein bisschen Essen mitgebracht. Was ist hier los? Spanisch Kapitel, Seite, Tagebuch. Okay, wir haben jetzt was gemalt hier. Und ich tote. Als Schatulle. Na. Gemüse. Brief an oh. Lesen R. Lieber Mr. Worley, es ist äußerst bedauerlich, dass Sie die diversen und ausgesprochen großzügige Angebote der Campbell Kerosin und Tellwerk abgelehnt haben. Mr. Campbell hat sich dankenswerterweise bereit erklärt, Ihnen weitere 3 Wochen zu geben, in denen Sie Ihren Standpunkt noch einmal überdenken können, wozu wir Ihnen stark raten. Nach dieser Zeit sollten Sie Gedanken machen, ob ein Unternehmen Ihrer Größe finanziell starte New Hannover konkurrenzfähig bleiben und akzeptable Preise für den Schienentransport anbieten kann. Wir freuen uns bald, von Ihnen zu hören und wünschen wie immer beste Gelingen mit allen Ihren Vorhaben. Aha, der wollte nicht verkaufen. Und deswegen, ne? Hat er so geendet hier. Kann man da runter? Das ist das Kohle hier. Ich will jetzt bloß nicht, dass ich da reinfalle. Na? Na toll. Saurierknochen. Was machst du denn jetzt?
Knochenkoordinaten. Jemand wurde beobachtet, wie er in der Nacht. Aha. Höchst interessant. So. Die Ölquelle scheint hier aber trocken zu sein. Na gut, haben wir noch ein kleines Gadget hier gefunden. Ja. Und ein paar Hasen fangen gleich? Jetzt muss ich erstmal gucken. Jetzt sind die ganzen Hasen überall verstreut, die Toten. Ne? Ah ne, warte mal, ich sehe es auf der Map. Ja, genau. Hab dich schon gefunden. Heute. Ach, das ist so brutal. Da kriege ich mal Gänsehaut auf den Teil. Hasenfell schlecht. What? Ich hab doch mit einem Pfeil das gemacht. Verstauen. So, den nächsten Hasen. Das war Hasenfell gut wieder. Austauschen. Shit. Ich kenne gar nicht mehr. Ah, blöde Kacke. Ja, da muss jetzt hier liegen bleiben. Dann ist es so. Jetzt weiter hier. Ist er noch sehr weit? Ja, ein bisschen. Genau. Mir ist etwas Rotes gewesen. Na, guck mal, jetzt könnte ich sogar ein Pferd mir fangen. Willst du mich verarschen? Nein! Ach, scheiße! Ich hab schon drum gesessen. Ach, dann leck mich mal im Sack, ey. Aber das müsste gut Geld bringen, ne? Fällt mir gerade mal so ein. Wenn wir Pferde einfangen und die verkaufen, dann könnten wir vielleicht mal eine Folge verbringen. Pferde einfangen, verkaufen und dann uns endlich diesen
das Kopfgeld vom Hals holen. Tiere, wa? Ja, zu euch mal gearbeitet. So. Schneller Geld abgeben. So, alle Schulden abliefern. Und Anteil 4. Aha. Wow. Kontrollbuch. Gar nicht gesehen. Ah, guck mal. Fett. Hab ich das bezahlt? Karen hat eine goldene Taschenuhr reingepackt. Geruchstarnungstrinktur hat Susan. Das sind aber Cent. Das sind Dollar und das sind Cent. Tja, habe ich ja wohl bis jetzt am meisten, wa? Nächste Seite. Strauß Arzneiwagen. Erhöht die Vorräte der Arzneiwagens und fügt Schlangenöl hinzu, um dein Dead Eye. Ach so. Ah. Warte mal. Jetzt verstehe ich jetzt hier. Nächste Seite. Vorige Seite. Kann ich denn Essens. Die Grundlagen Brot und Kekse, weniger langweilig, frischer Obst und auffüllen. Ich will mal gucken, da drüben. Nee, geht ja gar nicht. Warte mal, nächste Seite. Waffen und Munition. Revolver und Pistolen. Einfach anfangen. Hilfsunterkünfte auffüllen. Auffüllen. Auffüllen für 8 Dollar. Pferdestation, Hühnerstall. Einige örtliche Bauernhöfe verkaufen alte Hühnerställe. Lederverarbeitungswerkzeug. Alter, kostet das viel. Das könnte man dann kaufen. Aber wie kann ich mir das hier aussuchen, was ich haben will? Ach, so geht das. Okay. Ah, mit der Taste. Alles klar. Gut, ist ja interessant zu wissen. Aber wie komme ich jetzt wieder raus hier? Kuh. Info verbergen. Komme ich jetzt aus diesem Buch wieder raus? Alter. Kaufe. Hallo. Ich möchte aus diesem Buch wieder raus. Das gibt's doch gar nicht. Hallo? Geht nicht. Ich komme nicht raus. Ah, das ist doch jetzt wieder. Ja, gut, okay. Dann mache ich jetzt erstmal Schluss mit der Folge. Versuche rauszufinden, wie ich hier wieder aus dem Buch komme. Ja, sage Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.